Seid gegrüßt, willkommen zurück zum fröhlichen Yeti-Schlachten. Und natürlich zu Iceman. Ja, wir machen hier jetzt mal weiter und gucken, ob wir mehr Yetis finden in der eisigen Höhle oder was auch immer das sein soll. Okay, ich habe schon was zum Plündern gefunden. Und ich habe die Yeti-Pelze eingesammelt. Und da ist noch ein bösartiger Yeti. Und wir sollten vielleicht mal unsere Leute heilen. Das können wir gleich auch mal machen. Ja, er kann wieder Yeti-Pelze tragen, weil Kane im Moment irgendwie 12 Stück davon im Inventar mit sich führt. Wie kann ich helfen? Was soll ich tun? Ich glaube, einer ist 50 wert, da kann man dann schon wieder was mit anfangen. Hier, mach du mal da und komm du mal daher und mach mal da. Die Nahkämpfer sind zum Glück die einzigen, die Schaden genommen haben. Und wir müssten noch unser magisches Geschoss haben. Gut, er ist wieder gut auf dem Damm. Dann mach auf Kane nochmal, genau. Die Zauberanimationen sehen einfach nur so gut aus. Zu deinen Diensten. Sicher. So, da habe ich alles mitgenommen. Da sind 3 Kisten und hier ist noch ein Über-Yeti drin oder wie. Nee. Aber so ähnlich. So, gucken wir erstmal, ob da Fallen auf den Kisten sind. Wenn da schon 3 Kisten so auf dem Präsentierteller liegen, dann vertraue ich denen jetzt nicht unbedingt. Scheint nicht so. Mal reingucken. Ah, alles verschlossen, ist klar. Gelungen. 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 So, ein Streitkolben, ein Kettenhemd und ein Wendigkeitstrank sowie eine Goldkette, 12 Münzen Gold und ein Feuerresistenztrank, irgendwas und ganz viel Edelsteine. Und ein Trank der Freiheit. Wer hat denn hier die Tasche für die Edelsteine? Hier, du hältst mal eben so lang ein. Du hast doch so einen Beutel, genau. Also für Schmuck allgemein ist nicht den Ring, kann man dazu vielleicht nicht reinpacken, ist ja klar. Wäre auch viel zu toll gewesen. Gib mal den noch her wieder. Ja. Ah, schön viel zu kleine Inventare zu haben. Okay. Das war's und hier sind jetzt noch die restlichen. Gut, 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 gut. Alles meins. Hier nimm du mal auch was davon. So, was haben wir überhaupt noch? Stärke für den Magier. Schmieren für den Magier. Was? Schmieren? Leichte Wunden heilen für den Priester. Oder die Priesterin, wie man möchte. Hier, die können wir da mal hinsetzen. Kannst du da schon? Schmieren? Nein. Schreib mal. Danke und Stärke. Kannst du jetzt auch. Wie lautet dein Begehr? Was steht denn hier drüber? Dieses Zelt ist einfach, aber eindeutig von Menschenhand erstellt worden. Jemand anderer als die Yeti müssen diese Höhle bewohnen. Gibt es etwas, was ich erledigen kann? Ich sehe das noch nicht, aber... Ich kann das machen. Dieses kleine Zelt enthält mehrere Kisten. Ja, das ist mir... Ach, da gibt es noch eine, wo man ran kann. Tja, die hätte ich jetzt beinahe übersehen. Geh da mal hin. Was machst du da? Du solltest an die Kiste. Okay, ist so in Ordnung. 2 Heiltränke, Glyphe der Abwehr, sagt mir gerade überhaupt nichts, und Gebet. Wieder für den Magier. Gebet vermutlich dahin, ja. Okay, Glyphe der Abwehr ist auch für den Priester, für die Priesterin. Einfach mal behalten. Kann ich helfen? Kann man immer noch verkaufen oder irgendwas. Kann ich am besten zu Diensten sein? Dann haben wir hier alles. Ich kann das machen. Auch wenn hier irgendwas anderes die Höhle bewohnen soll, das ergibt es gerade nicht allzu viel Sinn, weil ich nichts anderes sehe und ich hier nirgendwo nach unten komme, wie es scheint. Sagt die Karte irgendwas? Nein, es gibt ja auch noch keine Markierung auf der Karte. Was ich als schade empfinde, aber... Natürlich. Auch etwas, wo man drüber hinwegsehen kann. So, Yetis mussten ein bisschen leiden, das ist klar. Wir könnten die Kette schon zurückbringen und hoffen, dass uns die Erfahrung noch irgendeinen Vorteil bringt. Aber dann sind wir nur unnötig wieder 16 oder 8 Stunden unterwegs. Da ginge es nach oben. Vielleicht können wir ja einen Kreis schließen. Oh nein, niedere Schatten. Ich mach so schmerzlos wie möglich. Dopp, dopp, dopp. Was hat der gemacht? Der hat, was war das? Das passt mir bestimmt gar nicht. Pech. Nein. Ich werde tun, was ich kann. Alles doch kein Pech. Sicher.
Oh nein, noch einer. Los, zauber nicht mehr. Nein, nein. Hier, Schatten, stirb einfach. Genau, genau, genau. So ist das gut. Und noch einer. Muss das denn sein? Oh, jetzt hat der andere auch Pech. Naja, das Pech von Sir Crush ist schon wieder fort. Das Pech ist fort, ja, das ist auch toll. Es wundert mich jetzt, dass ich nicht weiß, was da oben ist. Und dass ich nicht weiß, was hier unten noch ist. Warum können wir keine Kreise schließen? Das ist immer am besten. Gucken wir mal rein. Kommt mir bekannt vor. Haben wir noch irgendwas Tolles an Zaubern? Wir haben noch einmal Gift verlangsamen. Wir haben noch einen Fluch. Wirkt er auf Distanz? Lass mich raten, der wirkt auf Position, ne? Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Ja, der wirkt auf Position, ist ja herrlich. Hier bin ich. Was kann unsere Waldläuferin noch Tolles? Die kann Tiere beschwören. Na, eher bezaubern, denke ich mal. Bereit. Zu deinen Diensten. Wir hatten noch irgendwas. Ein magisches Geschoss. Herrlich. Können wir das Skelett mit ärgern oder so. Oh, das war sogar schon doppelt das. Was soll ich tun? Schützen. Ja, egal. So schmerzlos wie möglich. Oh nein, ein Ghoul. Mach den Ghoul zuerst tot. Oh, das wird unser Untergang. Ich sehe es schon kommen. So viel zur sanften Tour. Das erste Mal werden welche wegsterben. Gib den Befehl. Nimm mal deinen Bogen wieder und zieh dich zurück einfach. Ja, ja, ja. Wird direkt getroffen, weil sie einen Boden und Bogen auswählt. Ja. Tu deinen Dienst. Wir müssen mal die da weg, das Skelett da wegbekommen. Ja, vielleicht noch ein paar Skelette mehr oder so. Ich sehe schon, ich hätte einen Feuerballzauber mitbringen sollen. Aber es geht noch alles. Oh, jetzt schlag doch nicht den Paladin da zusammen. Der kann doch hier irgendwie Rache oder sowas. Und nu, kann das jetzt irgendwas Tolles oder hätte ich das lieber auf mich sprechen sollen? Oh, nicht den Magier. Ja. Nicht den Magier. Jeden nur nicht den Magier. Nein. Ja, Magier, hol noch mehr Viecher. Ey, nix hier. Böses Skelett. Magier, benutzt gefälligst seine Schleuder und nicht deine Faust. Kann ich helfen? Ferris, der lebensmüde Ferris. Ich bin in Ordnung. Nein, nicht rausgehen, nicht raus. Überhaupt kein Problem. Okay. Wie kann ich am besten zu rausgehen? Sein? Wir können uns mal ausruhen. Ich kann das machen. 60 Stunden ausgeruht, alle geheilt, wieder rein. Funktioniert. Wo sind die ganzen Skelette hin? Das macht mir nichts aus. Ach, die sind neu da, oder wie? Naja, teilweise. Geh mal zurück. Benutzt gefälligst deine Schleuder. Ich werde tun, was ich kann. Stimmt, jetzt habe ich ja auch noch einen Alp. Also ein Albtraumzauber oder. Hab ihn! Ein Angstmachtzauber oder sowas. Aber ich kann keine Gnade walten lassen. Ja, wir haben ganz viel Müllwaffen. Das Problem ist, man muss sie trotzdem durchsuchen, um nichts Tolles zu vergessen. Vor allem laufen wir hier einfach mal irgendwo rein, und ohne zu beachten, dass da was Schlimmes sein könnte. Da sind wieder hier die alten Regale, ne? Dieses Regal ist längst Schutt und Asche und alles zerfallen und aus einem konnte ich was plündern und das sind einfach wieder diese tollen, blutigen. Eben wurde mir doch angezeigt, dass ich hier was plündern kann. Da. Hab dich. Mamas Tee und irgendwas anderes vermutlich. Gut. Hier ist auch noch was. Ja, hast gelernt. Entweder du bleibst da stehen oder du kommst mir zum Beispiel. Das ist relativ recht. Na? Was steht denn da? In dieser Nische stehen 6 kleine Bronzestatuen in einer in Roben gehüllten Figur. Okay, da ist nichts dran. 2 Priesterzauber. Alles meins. Wie kann Was ich haben wir hier denn noch Schönes jetzt? Ja. Ich gehe mal davon aus, dass das höchstens Müll ist. 2 in der Ja. Ich durchsuche es jetzt nicht, das ist einfach nur nervig. Aus. So nötig habe ich Geld dann auch nicht, habe ich gerade beschlossen. Was wirft denn da mit Feuerfallen? Rettungsruf gegen Zauber. Okay, wir ziehen uns mal eben ein Stück zurück. Skelett. Na dann, lasst uns beginnen. Vernichten.
Ghoul vernichten. Schande, dass wir gewalttätig werden müssen. Skelett vernichten. Und noch mehr Skelette vernichten. Gut. Also, hier gibt's Fallen. Was? Wenn der Tempel auch irgendwie ein bisschen größer erscheinen sollte. Was er im Moment schon andeutet, aber ich kann mich auch noch irren, würde es noch freistehen, uns zurückzuziehen und erstmal den Rest der Gebiete zu erkunden. Oder er ist hier schon zu Ende. Dies ist die Bronzestatue eines Mannes, der in einer Robe. Er wirkt traurig und steckt seine Arme flehend nach jemandem aus. Alles klar. Und hier gibt es irgendwelchen Müll, der aus der Wand kommt. Diese Öffnungen sind mit den Knochen hunderter Toter vollgestopft. Es scheinen Menschenknochen zu sein. Das auch und das auch. Gut, damit hätten wir das schon mal geklärt. Diese Nische ist leer. Nichts deutet darauf hin, dass sie hier benutzt wurde. Aber ein Sarg deutet darauf hin, dass es hier was zu holen gibt. Okay, und er ist mit Fallen gespickt. Gut, dass wir nach Fallen gesucht haben. Ach ja, nix ist in der Nische, ist klar. Ihr mich auch. Was soll ich tun? Ah, sind ja nur Skelette. Eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen. Euer Leben ist verschwunden. Ja, ja. Ich muss gleich mal gucken, ob wir hier noch schön... Überhaupt kein Problem. Schön, aber dann ja. Die heißen Munition bei allen habe. Ein dicker Schienenpanzer. Ein Kettenhemd schon wieder. Habe ich nicht erst eins gefunden? Ferris, sag mal was dazu. Ach so, ja, dich interessiert das also nicht, was das sein könnte. Das ist immer noch hier so ein Streitkolben und so ein Mamas Tee und alles, aber... Ja, dann warten wir mit dem Identifizieren noch. Und der Paladin hat einen Stufenaufstieg bekommen, das ist mir gar nicht aufgefallen. Gibt es etwas, was ich erledigen kann? Tut mir jetzt fast schon leid. Egal. Ja, er bekommt auch irgendwas dazu. Kann ich helfen? Wie kann ich vielleicht irgendwo was Tolles sein? Momentan noch nicht. Ich werde tun, was ich kann. Gut, wir sind ausgeruht, wir haben geplündert. Okay, drei Sachen, ist das ähnlich wie in dem anderen Ding. Bis auf, dass wir da irgendeinen Schlüssel gefunden haben, dessen... Ja... Sind wir mal ehrlich, dessen sind wir noch nicht ganz... Da liegt... Rostspuren auf, ja. Gut, da könnte man schon wieder Munition hinpacken und da erst recht. Gut, sie hat ja auch direkt den Gürtel. So, Kiste öffnen. Wir hätten gerne mal zwei Pakete Pfeile. Oder kriege ich dann wirklich nur zwei von den Pfeilen? Okay, so kriege ich wirklich nur zwei von den Pfeilen. Rück mal 80 raus. Gut. Ja? Hauptsache, sie hat Nachschub. Was? Das macht mir nichts aus. Außerdem kann man die auch im Kampf im Notfall umherreichen. Ja, ich würde am liebsten sehen, was hier oben noch ist, aber ich fürchte, da ist überhaupt nichts. Was haben wir denn jetzt? Die und die. Ja, dann gehen wir einfach mal weiter. Ach, hallo, niederer Schatten. Eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen. Ja, Unglück kenne ich ja schon. Oh, Sakisha Avari, Stufenaufstieg. Herrlich. Stufe erhöhen. Einverstanden. ETW0 verbessert? Ja, ETW0 verbessert. Was willst du? Natürlich. Das, was wir noch gut gebrauchen können. ETW0 Verbesserung. Im Moment sind die wirklich noch Gold wert. So, gibt's hier wieder Yetis. Großer Platz. Ah ja, großer, böser Gang. Und da ging es noch nach oben. Sieht doch schon sehr tempelig aus, aber wir gucken eben mal oben noch lang. Hallo, 80 Millionen Düsterschrecken und Schatten und alles und... Ist ja auch egal. Hier, greift mal an. Und er macht... Ja, mach nur deinen scheiß Unglück-Kram. Ich fürchte, wir haben ein bisschen viel Leben für die.
Ich lasse mich aber, wie gesagt, auch gern eines Besseren belehren. Und früher oder später wird das auf jeden Fall auch passieren. Ja, ja, ja. Mach mal keinen Stress, ihr Schatten. Kommt ihr bitte alle mit nach oben? Nicht, dass ich euch nachher irgendwo suchen darf. So, und hier geht's dann vermutlich auch noch irgendwo in den Berg rein, oder wie? Och nö, mehr Schatten. Ach so, hier ist dann das Übertor. So, nochmal 500 Punkte Erfahrung. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das hier dann die Grabkammer von Isegrim Asphalt oder wie er hieß ist, ja. Diese alte Bronzestatue stellt eine in Roben gehüllte, betende Figur dar und diese Statue zerfällt langsam unter der Last des Alters. Nicht weit von ihr entfernt liegt der zerbrochene Kopf. Dieser Kopf scheint von der nicht weit entfernten Statue abgebrochen zu sein. Ach was, das ist ja sehr scharfsinnig. Gut gemacht, Sherlock Holmes. Dann gehen wir erstmal hier nochmal in den kleinen. In das kleine Grab oder was auch immer das sein soll. Und forschen mal nach, was das uns noch zu bieten hat. Vermutlich nicht allzu viel. Primär Skelette. Aha. Terek. Ihr seid hier nicht willkommen. Macht, dass ihr fortkommt. Wer seid ihr? Ich bin Terek. Meine Brüder und ich schützen diese Krypta gegen Eindringlinge. Verlasst diesen Ort. Warum bin ich hier nicht willkommen? Ihr seid kein Gläubiger. Nur ein Anhänger des Glaubens darf diesen Ort betreten. Geht! Was ist das für ein Glaube, von dem ihr sprecht? Myrkul, der Gott der Toten, herrscht hier. Bekennt euch zu Myrkul, werdet ein Mitglied der Bruderschaft, dann seid ihr willkommen bei uns. Andernfalls verlasst diesen Ort. Ein Untoter werden? Meint ihr das? Ich suche das Böse, das Kul'dahar quält. Könnt ihr es sein? Oder könntet ihr es sein? Kul'dahar? Der Name sagt mir nichts. Ich weiß nichts über Kul'dahar. Sucht woanders. Verlasst diesen Ort. Wenn ihr nicht dafür verantwortlich seid, wer dann? Ich weiß nicht. Ich bin diese Fragen leid. Verlasst diesen Ort. Ja, wir gehen erstmal, oder? Wartet! Der Schlüssel! Er ist in eurem Besitz. Gebt mir den Schlüssel und ihr könnt diesen Ort verlassen. Nein, ich werde euch den Schlüssel nicht geben. Von was für einem Schlüssel sprecht ihr? Könnt ihr mir sagen, wofür dieser Schlüssel ist? Von welchem Schlüssel sprecht ihr denn? Aha, ich habe zwar nur einen dabei, aber welcher ist denn das? Der Schlüssel. Ihr habt ihn in der Statue gefunden. Gebt mir den Schlüssel und ihr könnt diesen Ort verlassen. Könnt ihr mir sagen, wofür dieser Schlüssel ist? Er öffnet die Gruft. Ihr dürft dort nicht hinein. Es ist verboten. Gebt mir den Schlüssel und ihr könnt diesen Ort verlassen. Was für eine Gruft, von der ihr sprecht? Achso, was ist das für eine Gruft, von der ihr sprecht? Ich werde nicht antworten. Ihr dürft dort nicht hinein. Es ist verboten. Gebt mir den Schlüssel und ihr könnt diesen Ort verlassen. Nein, du kriegst den Schlüssel nicht. Dann müsst ihr sterben. Schließt Frieden mit eurem Gott in der kurzen Zeit, die euch noch auf Erden bleibt. Brüder, tötet die Eindringlinge. So sei es. Du bist also hier der das gepanzerte Skelett. Dieses Mal deutlicher sprechen als Worte. Ach, die Zombies sind ganz langsam. Stirb, Skelett! Zombies, lasst alle in Ruhe. Tut mir leid, böse Zombies. Aber ich kann keine Gnade walten lassen. Mögen die Götter mich schützen! Die gehen nirgendwo hin. Voll gut, dass ihr eigentlich das gepanzerte Skelett alle angreifen sollt. Aber die Zombies mit aus Versehen getötet habt. Ich mach's so schmerzlos wie möglich. Ich nehme mich der Sache an. So, ja, das Skelett hat es irgendwie so ein bisschen hinter sich. Ich kann das machen. Bin ich ja mal gespannt, was es hier gibt. Sag, was du von mir willst. So, die haben nichts, aber das gepanzerte Skelett hat vielleicht was Tolles. Es hat Hellebarde von bester Qualität. Okay. Und das heißt was? Ich will nur +2? Widerstand gegen Klingenwaffen?
What the fuck? Okay, wir haben ja jemanden, der mit hellen Baden umgehen können soll irgendwann. Bloß blöd, dass der im Moment noch ein Schild in einer Hand hat, aber dass er nicht weiter will. Gibt es etwas, was ich erledigen kann? Dann können wir bei Gelegenheit dann ja trotzdem auspacken. Kann ich helfen? Sicher doch. Dupdi-dupdi-du. Wir suchen nach Fallen, ne? Lass mich mal Dein vorbei hier. Verstanden. Mhm, oh, gut. Skelette. Skelette sind langweilig. Wie kann ich am besten ja, zu kommt Diensten mal her, sein? Nicht, dass jemand von uns in der so Falle reinlatscht. Da ist noch einer. Du kannst nicht gewinnen. Ja, können sie auch nicht. Sieht man ja auch sehr eindrucksvoll. Auf in den Sieg! Ja, Sieg ist immer gut. Das macht mir nichts aus. Mein ganzer Dolch. Ja. Im Schatten verstecken. Oh, ist uns großartig fehlgeschlagen. Gut. Ja, irgendwann werden wir die Fähigkeit vielleicht auch noch ausbauen. Aha. Ich versuch's kurz zu machen. Ja, er hat 2 Schaden bekommen. Aber wir laufen heulend zurück. Ich werde tun, weil wir Angst ich vor kann. Ihnen haben. Nein, Skelette, bösartige, fiese, gemeine Skelette. Okay, wir rücken jetzt gemeinsam vor. Hier gibt's was zum Anklicken, aber hier in der Dunkelheit nicht. Ah ja, wir die Bronzestatuen, die irgendwie beten oder sonst was machen. Euer Leben ist Taten deutlicher sprechen als Worte. Ja, schon wieder Stufenaufstieg für den Magier. Perfekt. Euer Leben ist verwirrt. Das geht hier ja wie am laufenden Band. Sammeln wir uns mal. Wollen wir erst nach unten oder nach oben? Nach unten sieht irgendwie schöner aus. Und wir müssen unseren Stufenaufstieg verteilen. Kannst du vielleicht schon... Nein, du kannst noch keine Stufe 3 zaubern. Du kriegst nichts dazu. Du hast schon ganze 20 Leben. Wir sind begeistert. Aber hier können wir noch irgendwie so ein magisches Geschoss reinpacken. Oder vielleicht mal identifizieren. Und verschwimmen wäre auch nicht schlecht. Ich bin bereit. Nein, wir brauchen Stufe 3 Zauber und Feuerball. Ja? Damit Was sind soll ich? Natürlich. Skelette ein reines Fest. Besonders wenn man irgendwie 5 Stück in den Kettenzauber pressen kann. Das wird hier vermutlich aber nicht der Fall sein. Da kommen auf jeden Fall die Ghule. Da gucken Skelette aus der Wand. Ach, an denen können wir rumkrabbeln. Überlasst sie mir. Ist ja herrlich. Irgendwas läuft dir gerade falsch. Du hast, ich geh mal einen Schritt zurück. Geben. Und noch einen Stufenaufstieg. So oh, für den Schurken. Das ist gut. Das passt mir gerade super in den Kram, da ich alles in Fallen finden investieren wollte. Habe ich letztes Mal ja gesagt und darum tun wir das auch so. Der hat auch schon 40 Leben, also schon Stufe 5. Gut, wie gesagt, Gibt Schurken. Es etwas, was ich erledigen kann? Bereit. Kriegen relativ schnell ihre Stufenaufstiege zusammen. Hier gibt es irgendwelche Sachen in der Wand. Diese Öffnung ist mit den Knochen von Toten völlig vollgestopft. Es scheinen Menschenknochen zu sein. Und das steht überall. Diese Öffnung, Menschenknochen, Menschenknochen, Menschenknochen. Alles klar. Und das Skelett ohne Menschenknochen. Ah, mit tollem Helm des irgendwas. Das kann ich helfen? Unglücklichkeitshelm oder was ist das? Helm. Normaler Helm. Okay. Schön, ne? Wir brauchen ja noch einen Helm. Hier, der, naja, sieht ja sehr viel schicker aus. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Sind der denn sonst noch dabei? Nichts, was es sich scheint anzugucken. Ich bin bereit. Also, was es lohnt ich anzugucken. Ich werde tun, was ich... Das macht mir nichts aus. Gehen wir wieder einen Schritt vor. Oh, hallo, komischer ja. Zombie, Ghoul, irgendwas. Ja, ist dasselbe Kryptzeug hier. Ja, und da ist auch schon die Falle, die ich eigentlich Was? Erkennen wollte. Na gut. Alles klar. Oh ja, nochmal so ein Zombie und Skelette. Was soll ich tun? Ja, die Skelette sind zuerst da, das ist schön. Mal gucken, ob der Zombie noch groß zum Einsatz kommt. Oh ja, er macht direkt mal einen Treffer. Sehr gerne. Okay, da kommen die Skelette. Tut mir leid, die fiesen, aber ich kann keine Gnade Skelette. Walten lassen. Aber der Schurke dürfte bald keine Pfeile mehr haben. Oder was sagt ihr so dazu? Wir haben 12 Pfeile noch. Kann ich helfen? Dann müssen wir den mal eben wieder nachladen. Wie viel sind das? 120 Stück. Okay, funktioniert nicht. 100 Stück? Okay, ich kann nur 99 auf einmal rausholen, dann reichen die auch. Ja, doch, die dürften grob reichen.
Dübel, 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 dübel. Ach, so. Mhm. Alles klar. Und der hier hat auch noch genug, ja. Und sie auch. Ich bin bereit. Tu deinen mit den Kugeln werden die vermutlich auch lange nicht so schnell angreifen. Bin ich einmal gespannt, wofür ich gleich den Schlüssel brauche. Schau, vielleicht wird es dann hier den guten Übergegenstand, den ich mir schon immer gewünscht habe. Wie war das noch? Am Anfang wurde man gefragt, was man haben wolle oder gut. Unterschwellig gefragt, wie man das hier spielen werde, ob man einfach nur darauf aus, so Schätze zu finden oder etwas, was ich den Leuten helfen möchte. Bei mir tendiert das ja, obwohl ich was anderes im Spiel sage, eher dazu, irgendwie Schätze und gute Gegenstände zu finden. Und dass ich den Leuten dabei helfe, das ist einfach eigentlich nur aus Versehen irgendwie. Mhm. Wir haben Erfahrung bekommen, zwar ziemlich viel für den einen Gegner. Gut, die Skelette leiden auf jeden Fall schon arg unter uns. Wollt ihr nochmal? Schön, dass ihr angelaufen seid. Bereit. Schattenverstecken fehlgeschlagen, gut. Ja, passiert ja immer. Immer mal wieder öfter. Ach ja, irgendwie so ein düster Schrecken, Gespenst, irgendwas. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Niederer Schatten, niederes Spegenst, so. Schwer verletzt ist er auch schon und tot. Der Tod und ist dir gewiss. Ja, das wird den allen eine Lehre sein, das ist klar. Ob die das interessiert, dass die sterben. Sicher. Ich gehe garantiert keinen Schritt weiter, ohne nach Fallen zu suchen. Aha. Oh, da kommt auch noch so wieder so ein Ghoul runter. Ich werde tun, was ich kann. Der Raum sieht schön aus, um eine Pause zu machen. Muss ich dazu mal sagen. Nicht der Magier. Jeder nur nicht der... Was habt ihr mit dem Magier gehalten? Ihr fiesen Schweine, ihr. So, Ghoul tot. Niederer Schatten tot. Hätte mein Magier jetzt die Güte, nicht mehr festgehalten zu sein. Nicht den Dolch benutzen. Gut. Ja, wir erkunden hier fröhlich vor uns hin und gehen hier einfach mal schön in die Mitte. Aha, da könnten wir ran. Da sind irgendwelche lustigen Särge. Dieser Sarkophag ist nach unbekannter Manier versiegelt worden. Der Deckel lässt keinen Millimeter anheben. Perfekt. Und der Deckel ist offen. Da sind bestimmt alle Skelette und Geister rausgekommen. Und brennende Hände, sprühende Farben. Ein hübsch aussehender Zauber für Magier. Er kann zumindest sehr hübsch aussehen, wenn ich mich richtig erinnere. Einfach mal ins Buch, es kommen so ganz viele... Was soll ich tun? Goldene Knubbel aus den Händen des... farbige Dinger aus den Händen des Magiers hinaus. Okay, und hier ist der... Sarg der Träume, den wir mit dem Schlüssel öffnen müssen, oder? Sicher doch. Und dann taucht hier oben eine riesige Brigade irgendwelcher Viecher auf. Falle entschärft. Perfekt. Okay, wir haben eine kaputte Rüstung. Schlüssel zum Allerheiligsten... Herrlich. Stimmt was nicht? Was? Ich kümmere mich drum. Meins. Jetzt haben wir dann noch so irgendeinen Schlüssel und einen Schlüssel zum Allerheiligsten. Oder hat sich jetzt der eine Schlüssel von mir aufgebraucht? Nee, der ist auch noch da. Der Torschlüssel. Und wir haben den Schlüssel zum Allerheiligsten. Dies ist ein reich verzierter Silberschlüssel, auf dem Griff ein roter Edelstein geprangt? Mir egal. Bei genauerem Hinsehen ist ein kleiner Totenkopf erkennbar, der in den Edelstein geritzt wurde. Und wir haben irgendwie so eine kaputte Rüstung. Diese Rüstung, einst ein wertvoller Besitz, schützt heute nicht einmal mehr eine Fliege oder irgendwie sowas. Ja, alles klar. Wir haben zwei sinnlose Schlüssel. Kann ich helfen? Ich kann das machen. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß jetzt auch nicht hundertprozentig, wie man hier jetzt gerade weiterkommen sollte. Weil ich jetzt auch keine Türen gesehen habe. Oder hier? Nee, das ist Weg oder irgendwas in der Mauer drin. Moment. Guck
Gucke ich da durch die Wand durch in die andere hin oder ist hier wirklich was zwischen? Es kann sein, dass das einfach die andere durchsichtige Wand ist. Und da ist noch was zum Klauen. Ah ne, das ist die Wand hier. Ah. Alles klar, ich hab's verstanden. Wie gesagt, bei mir ist das ein bisschen dunkler, ein bisschen mehr dunkler bei euch, weil bei mir der Farbraum größer ist für dunkle Farben. Und das ist ganz komisch wegen Videocodecs und ähnlichen Geschichten. Wir machen hier aber jetzt Schluss. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.